Was sind sie? Die Frauen, die Kinder und die Männer, die wir mit der Kamera besuchen. In ihrem Jahrzehnt. Die jungen Nautiker, die Weinbauern vom Kaiserstuhl. Sind sie Deutsche oder Bundesdeutsche? Die Artländer Bauern, Bürger einer DDR? West-Berliner oder Türken? Genießen und leben lassen in West und Ost. In aller Welt. Diese Jugend ohne eine Nation, vielen scheint sie besser so. Wer den Raum erobert und wer der reinen Lehre folgt, mag es für entschieden halten. Vertagt haben sie fast alle in diesem Jahrzehnt die Frage danach, was wir sind. Immer noch? Die Deutschen. Ihre Jahre von 1972 bis 1982. Wir schauen im tiefen Wald in den Lauf einer Pistole. Wir bemerken, Tarnung ist alles. Aber wir fragen uns, was soll das bedeuten, dieses plötzliche Auftauchen von Männern mit Pistolen? Männern der Staatssicherheit in kalten Kriegsspielen. Dabei ist doch 1972 das Jahr der Entspannungspolitik. Spätestens jetzt, wenn sie sich ungelenk hinter einem Wartburg verschanzen, merken wir, dass Agentenfilme Märchen erzählen. Besuch uns mal, ich zeige dir dann in den Bezirk. Kein Stadtporträt wird Mitte der 70er Jahre gedreht, ohne auf das rege Vereinsleben hinzuweisen, das, wie hier in Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis, überall blüht. Und jeder Verein hat zur Winterszeit seinen Vereinsball. Das Akkordeonorchester Ennepetal ist einer der schon damals mehr als 500.000 eingetragenen Vereine in der Bundesrepublik. Der echte Heino singt beim Klutert Bergfest. Wunderschönen guten Abend für heute.